glaube ich, der Zwischenstand, ja, mit drei Athletinnen in nur 6 Punkte getrennt. Und das ist auch, weil Caro Schäfer da ein super Lauf gelungen ist über die 200 Meter, haben sie sich richtig rangeschoben. Wie glücklich sind Sie, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Performance? Ja, ich würde sagen, es war so ein Siebenkampf wie aus dem reinsten Guss, den ersten Tag und 4 Starts, 4 neue Bestleistungen. Ich denke, in der Vorleistung habe ich schon angedeutet, dass ich eine sehr gute Form bin, aber das immer nochmal in den Siebenkampf reinzubringen, zu bestätigen, ist nochmal eine andere Sache. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ja gleich über die Hürden mit Bestleistung eingestiegen bin und den Flow so in die anderen Disziplinen mitgenommen habe und ja, das erste Mal jetzt über 4000 Punkte habe. Sehr gut. Vor allem letztes Jahr waren Sie hier Dritte, haben Sie eigentlich schon abgehakt. Es gibt eigentlich nur mehr andere Ziele, Zweite und Erste, oder? Naja, ich sage immer, Götz ist immer wie mein zweites Wohnzimmer. Ja? Ich komme immer sehr, sehr gerne her, weil ich immer hier einen sehr, sehr guten Einstieg habe in der Saison. Es ist noch früh in der Saison, muss man auch sagen. Es ist erstes Beschnuppern der Weltelite jetzt, wo man steht in der Saison. Und danach wird dann ein Fazit getroffen, woran man noch arbeiten muss, was schon ganz gut funktioniert hat. Ja, sicherlich strebe ich dieses Edelmetall an und die Karten sind neu gemischt und ja, die Ziele sind hochgesteckt. Wie liegt Ihnen der zweite Tag? Ja, eigentlich doch sehr gut. Also ich habe mich in meinen schwächeren Disziplinen jetzt stark verbessert. Die Trainingswerte sind sehr, sehr gut und das muss ich jetzt morgen genauso bestätigen, wie ich heute angefangen habe. Und dann, glaube ich, wird es ein ganz runder Siebenkampf werden. Gratulation nochmal und alles Gute. Dankeschön. Danke.